Der Nacht oder wie auch immer. Ich habe es als Late Late Night angekündigt. Wir starten jetzt mal mit dem Vlog Nummer 1114. Ich sehe gerade, das Bild ist so ein bisschen betatzt. Gib mir mal einen Moment, damit ich kurz rüberwischen kann. Habe ich denn irgendwas in greifbarer Nähe, was einigermaßen leicht ist? Die Kamera ist nämlich so ein bisschen betatzt. Gib mir mal ganz kurz. So, jetzt sollte das Bild einigermaßen klarer sein. Wobei es ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn das Bild heute nicht klar ist. Ich habe nämlich, naja, ihr seht ja, ich bin nicht sonderlich geschminkt oder gekämmt. Habe dafür noch ein paar Themen für euch fertig gemacht. Ganze 7 an der Zahl. Bedeutet, wer jetzt Zeit und Lust hat und schon oder noch wach ist, mit dem können wir uns jetzt ganz in Ruhe noch ein bisschen über absurdistanisches Tagesgeschehen unterhalten. Das Themenbuch füllt sich übrigens auch. Schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Mittlerweile bestimmt so ein Achtel des Buches schon beschrieben. Ich habe angefangen, die Themen hier reinzuschreiben beim Vlognummer. Achso, das war noch, da habe ich es anders unterteilt. Da habe ich das Datum dazu geschrieben. Welcher Vlog mit regulärer Nummer steht dann als erstes? Mit der 1091. Aber ich habe davor schon die Themen der vorherigen Videos eingetragen. Haben also schon ein paar Seiten voll und ich überlege schon die ganze Zeit, was mache ich denn, wenn mein Buch voll ist? Habe schon drüber nachgedacht, das dann einfach irgendwie neu binden zu lassen, weil ich die Buchklappen so schön finde. Müssen wir mal schauen, aber darum soll es jetzt natürlich nicht gehen. Wir wollen jetzt über die Nachrichten quatschen. Legen wir mal los mit etwas, ich weiß nicht, ob man es lustig nennen kann, aber es ist so ein Dauerbrenner, den haben wir schon einige Male gehabt. Es geht nämlich mal wieder um Twitter. Ihr wisst ja, es gab einen wahren Twitter-Grimmi, als Musk angekündigt hat, er möchte die Plattform gern kaufen. Zu horrenden Summen, irgendwie 40 Milliarden in dem Dreh, also wirklich richtig, richtig teuer die Buchte. Wäre fast vor Gericht gelandet. Ich glaube, es ist sogar zumindest teilweise vor Gericht gelandet, weil Musk dann doch nicht wollte zu dem Preis, was er damit begründet hat. Naja, Twitter weigert sich herauszugeben, wie viele Fake-Profile da eigentlich im Umlauf sind. Und na, die Katze im Sack kaufen will man nicht unbedingt, würde ich auch nicht machen. Mittlerweile hat Twitter das wohl irgendwie rausgeben müssen vom Gericht aus. Und nun scheint der Deal über die Bühne gegangen zu sein. Es hat allen Anschein, zumindest hat Musk das auf seinem eigenen Profil so gepostet, dass er es nun übernommen hat, dass er Twitter gekauft hat. Und das hat bereits erste Reaktionen nach sich gezogen. Denn eigentlich könnte man ja nun meinen, ja mein Gott, ist doch wurscht, wem die Muchte gehört. Er wird sich am Dienst an sich jetzt erstmal nicht allzu viel ändern. Ist ja relativ klar strukturiert, wie das Ding funktioniert. Aber weit gefehlt. Man hetzt natürlich, how dare you, wie schlimm doch jetzt alles wäre. Praktisch der Untergang des Internets, weil so ein bisschen die Deutungshoheit bedroht zu sein scheint. Also muss man auch erstmal drauf kommen, dass von freier Rede, von Redefreiheit, die in den USA ja ein bisschen höher geschrieben wird als hierzulande, dass davon dann die Deutungshoheit im Internet gefährdet ist. Ja, gut, bei der SPD mag das so sein. Da hat sich nun die Esken groß zu Wort gemeldet, unsere Sassi, und hat ganz traurig verkündet, dass sie ja über 10 Jahren auf Twitter unterwegs war, aber nun sich gezwungen sieht, dem Dienst den Rücken zu kehren. Hat so einen elendig langen Zeitartikel zu verlinkt, der sich wirklich, naja, so ein bisschen wie so ein Schulaufsatz liest, mit der Überschrift, wie wir uns das Netz zurückholen, oder wir müssen uns das Netz zurückholen. Das muss ich nochmal kurz nachlesen, damit ich euch da jetzt keinen Mist erzähle, das habe ich nämlich nicht rausgeschrieben. Aber das findet ihr sehr, sehr schnell direkt auf ihrem Profil. Ganz, ganz oben, nicht angepinnt, aber vor elf Jahren hätte ich was gesagt, vor elf Stunden gepostet. Der Zeitartikel heißt tatsächlich, wir müssen uns das Netz zurückholen. Die Esken begründet ihren Austritt damit, dass ja die Demokratie gefährdet wäre auf Twitter. Die Entwicklung wäre so schlimm und die ganzen Fake-Profile. Also liebe Saskia, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, denn waren es nicht in der Regel deine politischen Sympathisanten, die über Monate hinweg gehetzt und gepöbelt haben gegen den Musk, von wegen, es gäbe ja gar keine Fake-Profile auf Twitter, das wäre doch eine Verschwörungstheorie, alle echt? Und jetzt plötzlich kommen die Esken, deren politische Entourage kürzlich noch Stimmung gemacht hat, das stimmt ja alles gar nicht, was Musk sagt, und er wäre ja so schlimm und Verschwörungstheoretiker. Jetzt kommt ausgerechnet deren Entourage und teilt mit, naja, irgendwie finden wir das mit den Fake-Profilen bei Twitter nicht so schön. Also, was soll man denn dazu sagen? Das ist doch schizophren, was da abgeht. Aber das ist noch nicht alles, denn der ganze Hass im Netz und Twitter macht ja nichts dagegen. Die sperren und zensieren ja nicht schnell genug. Also, liebe Esken, wart ihr nicht die, die in der Vergangenheit am lautesten gebrüllt haben? Jetzt vielleicht nicht sie persönlich, aber eben das Ganze, der ganze Speckgürtel drumherum.
Waren das nicht die, die am lautesten nachts in so geschrien haben und es sich darüber gefreut haben, wenn Leute gebannt und naja, eben von der Plattform geschmissen wurden? Hm? Und jetzt plötzlich, Twitter macht dir nichts. Ah, jetzt haben sie wahrscheinlich Angst, dass sie selber zensiert werden. Bin mir relativ sicher, dass das nicht passieren wird. Denn, ich hoffe es zumindest, ich kenne ihn nicht persönlich, ich kann es nicht allzu gut einschätzen, aber ich hoffe zumindest, dass man Musk in der Hinsicht Glauben schenken darf. Ich halte ihn dafür authentisch, dass er durchaus ein Interesse an freier Rede hat. Und der macht das ja auch ganz geschickt, der wird ja permanent attackiert von irgendwelchen Sonderpfosten und der macht sich immer einen Scherz draus. Ich glaube auch nicht, dass er das in irgendeiner Art und Weise ernst nimmt. Aber der lässt sich ja da so ein bisschen auch mal drauf ein, da auf dieses Hin- und Hergeschunkel, und da konnte er das dann immer relativ witzig, solange bis er halt keine Lust mehr hat, genau die richtige Vorgehensweise meiner Meinung nach. Also er hat da durchaus ein bisschen Spaß dran und ich habe noch nicht mitbekommen, dass er irgendwie großspurig da oder großflächig, das ist das richtige Wort, großflächig die Leute blockiert hat. Das ist immer eher das, was man bei da ist und Konsorten mitkriegt. Die blockieren normalerweise alles weg, was nicht das sagt, was sie gern hören wollen. Das habe ich bei Musk jetzt so noch nicht festgestellt. Im Gegenteil, der streitet ganz gern mal öffentlich. Wahrscheinlich irgendwo so zwischen Tür und Angel, wenn er gerade eh Langeweile hat, irgendwo warten muss, was weiß ich, im Flugzeug hockt oder so. Ist ja auch seine Sache. Worum es mir geht, ist, von seinem Verhalten her, was ich so mitbekommen habe die letzten Monate und Jahre bei Twitter, auch wenn ich echt kein Freund dieser Plattform bin, weil ich das Prinzip wirklich ätzend finde, eine Zeichenbegrenzung, und das ist überhaupt nicht meins. Aber das ist Geschmackssache. Das, was ich mitbekommen habe von Musk, ist, dass er hinter dem, was er sagt, in der Regel auch steht. Und dass er sich nicht die beleidigte Leber, dass er nicht die beleidigte Leberwurst gibt und alle blockiert, die ihn nicht mögen. Naja, wenn ich bei der SPD gucke, müssen wir nichts zu sagen. Block, 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 block. Wie war das mit unserer Safsan? Die sind normalerweise dafür bekannt, dass sie, sobald irgendjemand mal Kontra gibt, allesamt blockieren. Und jetzt plötzlich weinen sie, weil angeblich nicht genug zensiert wird und die Streitkultur, die Demokratie gefährdet ist, wenn man sich auf Twitter auseinandersetzt, ohne dass der jeweilige Kontrahent wegzensiert wird, weil dir persönlich dessen Meinung nicht gefällt. Ja, schon irgendwie sehr kreativ. Ihr könnt den Artikel gern lesen, aber es ist halt wirklich so, es liest sich wie so ein Schulaufsatz irgendwo Oberstufe, also, oder so kurz vor der Oberstufe, 9., 10. Klasse, wo sich halt mal so ein Schüler rangesetzt hat und da richtig raushauen musste, vielleicht so eine Mittelschul-Zwischenprüfung, um fürs Abi zugelassen zu werden, so richtig damals mit dem 56K-Modem und die alten Handys, die man aufgeklappt hat und wo man ganz schnell aus dem Internet rausgegangen ist. Also wirklich so Einleitung, Hauptteil, Schluss, so ganz klassisch, aber eben hat nicht allzu viel Gehalt. Darüber hinaus ist eigentlich nur Mimi. Jetzt kann es ja sein, dass wir die anderen auch mal frei reden dürfen, die nicht auf unserer politischen Seite stehen. Ja, das nennt man halt Redefreiheit, nicht wahr? Ich hoffe, dass sich bei Twitter dementsprechend was zum Guten ändert, aber wohl ohne die Saskia, denn die hat ja nun die Reißleine gezogen. Ich denke, Saskia ist schneller wieder da, als wir bis 3 zählen oder Baumkuchen sagen können, denn die Aufmerksamkeit, die sie damit generiert, ja, die wird schwer irgendwo zu kompensieren sein. Und wenn ich richtig gelesen habe, hat die Dame bisher in ihrer Twitter-Karriere 40.000 Tweets abgesetzt. Wenn sie seit 10 Jahren unterwegs ist bei Twitter, sagen wir mal, anfangs nicht ganz so aktiv, weil die Plattform noch in den Kinderschuhen gesteckt hat. Wenn sie vielleicht so seit 7 Jahren, 8 Jahren wirklich aktiv da schreibt, dann rechnet mal runter, wie oft die pro Tag da was raushaut. Wie viel Zeit die da reinsiebt. Ich gehe im Leben nicht drauf, 40.000 Tweets abzulassen. Ich glaube, das habe ich in meiner ganzen Internetkarriere bei Facebook noch nicht geschafft. Und da poste ich ja doch relativ viel. Also das ist doch, naja, sehr, sehr glaubwürdig, dass uns diese Dame nun erzählt. Es gibt übrigens welche, die haben über 100.000 Posts. Da frage ich mich auch mal, was läuft denn bei den Leuten schief? Wie viel Langeweile kann man denn haben? Ist ja nicht so, dass da irgendein sinnvoller Nutzen dran ist. Das ist ja wirklich nur Geplänkel. So von wegen, ich hau da jetzt irgendwas raus und irgendwelche Leute springen drauf an oder halt nicht. Da hat ja keiner was von. Kein Erkenntnisgewinn, noch nicht mal wirklich gute Unterhaltung. Das ist ja wirklich einfach nur Zeit totschlagen. Wenn man das 40.000 Mal macht in 10 Jahren, 4.000 Mal pro Jahr, 4.000 durch 365, Jo, ich wäre da zu faul für. Aber so eine Frau will uns jetzt also erzählen, dass die sich nun von Twitter zurückzieht, weil die Streitkultur, die Debattenkultur und die Demokratie in Gefahr ist. Mach mal. Mal schauen, wo sie uns dann beglücken wird. Aber kommen wir zur nächsten Meldung. Auch für mich las sich das eher so wie ein bisschen, wie nennt man das? Trittbrettfahrer.
da ist gerade was Großes in den Medien, der Musk, der kauft Twitter, how dare you? Und da muss ich mir draufspringen, damit sich mal wieder jemand für mich interessiert. Weil so in der politischen Debatte habe ich sie in den vergangenen Wochen praktisch nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, was wie es euch geht, aber von der Esken hat man doch seit Monaten nichts mehr gehört. Die ist doch völlig irrelevant. Ja, jetzt hat sie einen großen Zeitartikel bekommen, wo sie auch ein schönes Foto mit drauf hat im Vorschaubild, wo es, naja, mal wieder um die Rettung der Welt, um nichts geht, was da irgendwo drunter ist, drunter macht es nicht, wo es um die Rettung der Welt geht, wo es endlich mal wieder so einen kleinen Blick Aufmerksamkeit gibt und wo die Medien tatsächlich mal drüber reden. Ja, so organisiert man sich die Berichterstattung, so organisiert man sich die Aufmerksamkeit und der zieht auch noch. Und jetzt habe ich ihr auch noch Aufmerksamkeit zukommen lassen, ihr seht, der zieht leider. Naja, ich mache es ja, weil wir drüber lachen wollen, nicht weil ich das sonderlich ernst nehme, was sie da erzählt. Aber es ist doch eine spannende Randinformation, wenn man sich die Agitation, die Herangehensweise, die Handlungsweise dieser Leute im Internet anschaut. Denen geht jetzt wirklich auf Deutsch gesagt der Arsch auf Grundeis. Sie sehen nun wirklich ihre Deutungshoheit, ihre Diktate des Meinungskorridors bedroht. Das ist schon heftig. Also wenn man über Meinungs- und Redefreiheit redet und sich dann darüber echauffiert, dass die nicht das sagen, was man hören will, vielleicht auch mal frei reden dürfen. Aber lass mal die Saskia sein und weiter zur nächsten Meldung. Und zwar, hier, was nehmen wir denn? Wir haben einiges. Gucken wir uns was an, was in den vergangenen Wochen auch so ein bisschen, oder eher Tagen, das ist noch nicht ganz so lange her, was in den vergangenen Tagen auch so ein bisschen schön geredet, klein geredet wurde von den Medien, hat die Süddeutsche Zeitung für uns, die haben da tatsächlich mal mit einer Gemälderestauratorin gesprochen, die sich genauer angeschaut hat, was denn nun für Schäden aufgetreten sind oder auch nicht aufgetreten sind bei dieser Schwachsinnsaktion der Weltuntergangssekte, wo sie sich da im Barberini-Museum angeklebt haben und Lebensmittel verschwendet haben. Die Weltretter schmeißen mit Essen um sich, während andere Menschen Hunger leiden. Ja, moralisch überlegen, nicht wahr? Also, ist wirklich ein Trauerspiel, was da abgeht. Doppelmoral, sondersgleichen, aber in Ordnung. Und es wird ja alles so ein bisschen runtergespielt, von wegen dem Gemälde wäre ja nichts passiert. Ist doch alles halb so wild. Die süßen, flauschigen Aktivisten und meine Güte, das ist doch, das können sie doch mal machen. Da passiert doch nichts. Ja, dass da nichts passiert, das ist an der Stelle reines Glück gewesen, denn die zuständige Restauratorin oder zumindest eine beschäftigte Restauratorin hat relativ deutlich darüber gesprochen, dass sie das ordentlich ankotzt, wie das klein geredet wird, medial gesehen, wie das runtergemacht, schön geredet wird, denn dass dem Gemälde nichts Schlimmeres passiert ist, ist wohl reines Glück an der Sache gewesen. Und das konnten die Extremisten wohl auch nicht vorhersehen, dass es so glimpflich ausgeht. Gerettet wurde das Gemälde wohl durch eine Filzschicht. Da ist ein Glaskasten drumherum und damit da keine Flüssigkeiten reinkommen, ist das noch mehr oder weniger ein bisschen abgedichtet. Und das hat das Gemälde gerettet. Ja, das wussten die Kartoffelbreiwerfer aber nicht. Und da hat die Restauratorin auch gesagt, ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hätte einen Millionenschaden verursachen können. Und das ist noch das Harmlose, der finanzielle Schaden. Der materielle Schaden, der ist viel höher. Denn, das habe ich auch schon gesagt, das sind Unikate, das sind Dinge, die sind unwiederbringlich da. Wenn sie kaputt sind, sind sie weg, das kann man nicht einfach nachmachen. Das ist Handarbeit, das ist ein Kulturgut, das ist eine Arbeitsleistung einer Person, die schon lange abgekratzt ist, die das also nicht nochmal neu malen kann. Und da war ganz klar eine Zerstörungswut vorhanden. Man hat zumindest billigend in Kauf genommen, dass dieses Gemälde im schlimmsten Fall unwiederbringlich verloren ist. Und das ist ja nicht das erste Mal der Weltuntergangssektor. Weil man es selber offenbar nicht anders hinbekommt, weil man es nicht erträgt, wenn man mal 5 Minuten nicht im Mittelpunkt steht, wenn es mal nicht um einen selbst geht. Und da hat nun die Süddeutsche Zeitung auch noch was anderes Unschönes mitberichtet, denn das ist noch nicht alles, beziehungsweise die Weltzeitung hat darüber berichtet, das passt gerade ganz gut zusammen. Die haben nämlich mitgeteilt, dass es durchaus dazu führen kann, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch dazu führen wird, wenn man die Summen betrachtet, die im Raum steht oder bedenkt, die im Raum stehen, da geht es um Millionen von Euro, na klar, Kulturgüter, unikat, einmalig auf der Welt. Die Weltzeitung befürchtet nämlich nun, dass, naja, das mit dem Freien durchs Museum schlendern und einfach ein bisschen Kunst genießen oder historische Gegenstände genießen, dass sich das bald erledigt haben dürfte, dank dieser blinden Zerstörungswut. Es droht nämlich nun die Gefahr, dass die Museen sich in Hochsicherheitszentren verwandeln, dass man da gar nicht mehr einfach durchflanieren kann, weil sich eine Handvoll, auf Deutsch gesagt, Sonderpfosten nicht imstande sieht, nicht in der Lage ist, sich einigermaßen zivilisiert zu verhalten und nicht mit Fäkalien um sich zu werfen, wie es die Affen tun. Oder die Primaten vielmehr, sind ja nicht alle. Na gut, Affen sind ja Primaten, ist ja auch wurscht. Aber ich denke, Primaten ist tatsächlich die passendere Bezeichnung. Ich will ja keine Affen beleidigen.
Bedeutet, eine Handvoll bockige Kinder, die in der Quengelzone im Supermarkt immer alles bekommen haben, was sie wollten, könnte im allerschlimmsten Fall dafür sorgen, dass Millionen anderer in ihrer Freizeit, in ihrer naja, Lebensgestaltung behindert werden, weil es einfach aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr länger möglich ist, dass man solche unwiederbringlich wertvollen Kunstwerke aus nächster Nähe betrachtet. Dass man die Leute da wirklich frei durchlaufen lässt. Dass man den Leuten da vielleicht auch die Taschen mit reinnehmen lässt, damit sie unterwegs mal einen Schluck Wasser trinken können oder so. Wenn das tatsächlich dazu kommt, wenn die Museen es für zu gefährlich erachten, noch freien Publikumsverkehr zu haben, dann kann das entweder dazu führen, dass das Museum abgesperrt wird, also tatsächlich nur noch Kopien oder so ausgestellt werden, oder dass es da abgeht wie am Flughafen. Taschen wegschließen, Kontrolle und so weiter und so fort. Und das hat auch nichts mit einem entspannten Spaziergang durchs Museum zu tun, oder? Also da sieht man einmal mehr, dass es keine gute Idee ist, sich nach dem größten Deppen zu richten, sich am dümmsten zu orientieren. Und es ist ja nicht nur im Barberini jetzt so gewesen, das war ja in anderen Ländern genauso ein Problem, dass die Sekte da offensichtlich gerade schalten und walten kann, wie sie will und Millionen andere in ihrer Lebensführung akut einschränkt. Nun ist der Kunstausstellungsbesuch vielleicht nicht das Allerwichtigste im täglichen Bedarf, aber es gehört eben auch dazu. Und wo fängt es denn an und hört es auf? Wenn das mit dem Randalieren im Museum nicht mehr zieht, ja, dann randalieren sie woanders. Da sorgen sie woanders dafür, dass sich die Leute nicht mehr frei bewegen können, dass die Leute ihr Leben nicht mehr eigenständig führen können. Dann nehmen sie den Leuten eine andere Freude weg. Was weiß ich, dann kleben sie sich im Zoo an Elefanten oder so. Ich trau denen auch sowas zu. Bedeutet, solange dieser zwanghafte Drang nach Aufmerksamkeit da ist, resultierend aus dieser Panik, die ihnen eingeflüstert wurde von wegen Weltuntergang durch eben jene allgegenwärtige Dauermedienbeschallung. Solange dieser massive Aufmerksamkeitsdrang da ist, und der wird da bleiben, weil Angst ist kein guter Ratgeber, aber ist ein guter Motivator an der Stelle, solange werden sie Mittel und Wege suchen, um sich weiterhin in den Vordergrund zu spielen. Und die Museen sind da lediglich ein Mittel zum Zweck, ist lediglich ein Symptom. Heißt, wenn die Museen wegfallen, um sich da wichtig zu machen, dann machen sie sich woanders wichtig. Dann reiten sie woanders ein, nehmen den Leuten was anderes weg. Heißt also, Symptome bekämpfen, Museen dicht machen, Hochsicherheitstrakt, das hat überhaupt keinen Sinn. Wichtig ist, die Ursachen zu bekämpfen, dafür zu sorgen, dass diese Figuren vernünftig irgendwo bei jemandem auf dem Sofa landen, wo mal fachgerecht drüber geredet wird, über diesen Wahn. Aber da setzt natürlich mehr Therapieplätze voraus und das ist dann schon schwierig. Oder wenn das schon nicht geht, dann wenigstens eine vernünftige Strafverfolgung, dass sowas sanktioniert wird, dass sie nicht übermorgen wieder irgendwo was zerstören. Dass da vielleicht auch mal ein bisschen Abschreckung da ist, ein kleiner Lerneffekt. Die merken, hier passiert ja nichts. Wenn, dann kriegen sie 10 Sozialstunden und 50 Euro Geldstrafe. Ja, mein Gott, die 50 Euro holen sie durch Bettelei aus der eigenen Sekte wieder rein und die 10 Sozialstunden, die leisten sie in einem eigenen steuergeldfinanzierten Schuppen ab. Also, das ist ja keine Bestrafung. Da lernen sie ja nichts draus. Die lernen aktuell, dass sie im Prinzip immer weiter randalieren können, weil die Medien sagen, oh, Duzi, Duzi, ist ja alles halb so wild, guck mal nicht genau hin, weil ihr habt es ja gut gemeint, nicht wahr? Ja, und Millionen andere Leute, ob nun Museumsbesucher oder Pendler, einfach Leute, die irgendwo von A nach B wollen, müssen die Scheiße auf Deutsch gesagt ausbaden. Und beim Thema Scheiße ausbaden, sind wir direkt beim nächsten Artikel. Den haben wir nämlich von Tier Online bekommen. Und da haben wir eine 1-artige Opferumkehr. Das wird ja auch gerne mal gemacht. Und zwar wurde nun von Tier Online berichtet. Haltet euch fest, muss ich euch vorlesen. Männer zerren Frauen von der Straße. Nicht der erste Vorfall dieser Art. Sie wurden als widerliches Gesindel beleidigt. Alles Zitat aus dem Tier Online Artikel. Okay, was ist denn da jetzt passiert? Ist da jetzt eine Horde wilder Männer auf wehrlose Frauen losgegangen? Hat sie da ins Gebüsch gezerrt, so ficki ficki und so? Nein, weit gefehlt. Es geht darum, dass nach monatelangem Polizeiversagen der ein oder andere Berufspendler offenbar ein bisschen die Schnauze voll hatte davon, jeden Morgen stundenlang im Stau zu stehen, Termine zu verpassen, im schlimmsten Fall irgendwo Personenschaden zu riskieren, weil der Rettungswagen im Stau steht. Und kurzerhand die Straßenblockade selbst geräumt hat. Da sind nämlich ein paar Autofahrer ausgestiegen und haben die Weltuntergangssekte zur Seite geschoben. Einfach weggetragen. Das, was die Aufgabe der Polizei wäre, was sie seit Monaten nicht hinbekommen. Denn diese Nötigung, dieser gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr, der läuft ja nun seit Anfang des Jahres. Bisher guckt die Politik zu. Und jetzt, nach fast einem Jahr, kommt dann tatsächlich mal der Erste und trägt da mal jemanden weg. Und was machen die Medien? Männer zerren Frauen von der Straße. Die Polizei ist übrigens auch da. Nicht etwa, um ihren Job zu machen, sondern ebenfalls aus dem Artikel,
um wegen Nötigung gegen eine der Personen zu ermitteln, die jemanden von der Straße gezogen hat. Ist zwar schon 2 Wochen her, war jetzt nicht der Fall, über den akut berichtet wurde, wo die bösen Männer die armen Frauen von der Straße gezerrt haben. Nee, vor 2 Wochen wurde ja auch der Straßenverkehr genötigt, also die Menschen genötigt, der Verkehr blockiert. Und da hat ebenfalls ein Autofahrer oder zumindest eine Person, ich würde wohl aus dem Auto ausgestiegen sein, kann auch ein Passant gewesen sein, da stand nicht drin, hat auf jeden Fall jemand einen dieser Weltuntergangsfanatisten von der Straße gezogen, am Rucksack einfach zur Seite gezogen. Und nun ermittelt die Polizei wegen Nötigung. Würde man erstmal denken, ja, richtig so? Ja, gegen den, der die Straße freigeräumt hat? Wenn die Polizei daneben stand und zugeklotzt hat? Das kannst du dir nicht ausdenken, oder? Und dann wundert man sich in der Politik und in den Medien, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat immer weiter sinkt. Ja, vielleicht genau wegen solchen Sachen. Über Monate hinweg wird die Bevölkerung drangsaliert und dann, während die Polizei daneben steht, wohlgemerkt. Das muss man auch noch bedenken. Die stehen ja da und gucken zu. Die schützen das ja auch noch. Da werden ja teilweise noch Gatter aufgebaut, damit bloß keiner zu nah rankommt. Und dann, wenn mal jemand selber dafür sorgt, dass der Straßenverkehr wieder rollt, dass jeder da hinkommt, wo er eben hin muss, inklusive Rettungskräfte und was sonst noch alles auf Straßen kreucht und fleucht, dann wird gegen den wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt. Also wie krank ist denn das? Ja, Täter-Opfer-Umkehr, nicht wahr? Es ist echt lächerlich. Wenn die Polizei, haben wir eine ganz klare Kausalkette, wenn die Polizei ihren Job machen würde, wäre keiner der Passanten, der Geschädigten in dem Fall in der Lage oder hätte keiner der Passanten die Notwendigkeit, selber dafür zu sorgen, dass er durchkommt. Das machen sie, weil sie sehen, dass sie sich auf die Polizei nicht verlassen können. Und das ist doch das Trauerspiel. Die ganze Zeit wird gewettert, das Vertrauen in den Rechtsstaat und in die Exekutive, das sinkt. Ja, genau wegen solchen Sachen. Weil die Polizei daneben steht, während tausende Leute massive Probleme haben und eine ganz klare Rechtslage vorhanden ist. Denn gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, und das ist alles, was irgendwo auf Autobahnen stattfindet oder auf Schnellstraßen, wo der Verkehr wissentlich und willentlich behindert wird, ohne Genehmigung, wenn da jetzt irgendwo was angemeldet ist, was anderes, eine Demo oder so, aber das sind ja alles wilde Sachen. Wenn irgendwo der Straßenverkehr gefährlich behindert wird, wo Menschen genötigt werden, ja, dann ist es die Aufgabe der Polizei, dafür zu sorgen, dass die Geschädigten zu ihrem Recht kommen. Beziehungsweise da muss dann ein Gericht noch drüber urteilen, aber dass diese Gefahr beseitigt wird, dass also die Straße freigeräumt wird, wenn die Polizei das nicht macht. Ja, dann haben die Menschen nur jedes Recht dafür zu sorgen, dass sie sich selber einen Weg freiräumen. Zumal ja nun wirklich keiner zu Schaden gekommen ist, wenn da jemand am Rucksack einfach nur von der Straße gezogen wird. Aber schön, dass jetzt gegen den ermittelt wird, der das Nötigungsopfer ist. Kann man ja mal machen. Gucken wir uns die nächste Meldung an, wird aber nicht so wirklich besser. Wir haben noch etwas, da sollt ihr gefälligst dankbar für sein. Zweites großes Tagesthema, nämlich vom Lügl. Der Lügl teilt uns mit, dass die Ampel nun Steuersenkungen beschlossen hat. Ihr wisst ja, die Entlastung soll kommen. Entlastung. Wer es glaubt, wird selig und wer nicht, der kommt hoch in den Himmel. Das bezieht sich jetzt schon aufs erste große Tagesthema. Da geht es nämlich, nee, das ist gar nicht das erste große Tagesthema, das ist überhaupt kein Tagesthema, das hätte ich eigentlich noch mit in die Überschrift aufnehmen müssen. Aber in einem weiteren wichtigen Thema heute geht es darum, ebenfalls Lügel, dass die Ampel Milliarden Mehreinnahmen hat. Können wir eigentlich vorziehen, das passt ganz gut zur Überleitung. Denn man rechnet aktuell mit über 126 Milliarden Mehreinnahmen an Steuern. Wie kommt das zustande? Na, durch die Inflation, ganz einfach. Solange die Menschen noch einigermaßen konsumieren, explodieren die Steuereinnahmen, gehen durch die Decke. Denn Mehrwertsteuer dynamisch, prozentual gesehen 19%, je nachdem, um was es geht, manchmal auch nur 8%. Mehrwertsteuer 19% auf Waren und Dienstleistungen, die teurer werden. Ja, was steigt dann ebenfalls? Ja, richtig, die Steuereinnahmen. Heißt, die Ampel profitiert aktuell massivst. Bis zu 126 Milliarden in den nächsten Jahren. Und wie wollen Sie dann darauf reagieren? Mit einer Entlastung. Nicht etwa, dass die Leute das Geld zurückbekommen. Man könnte auch einfach die Steuern so absenken, dass die Einnahmen der Ampel genauso auf dem Standardniveau sind wie ohne Inflation. Das wäre alles möglich, indem man sich diese Mehrgewinne eben nicht in die Tasche steckt, sondern sie den Leuten in den eigenen Portemonnaies überbelässt. Aber klar, Geld bei der Bevölkerung ist böse. Geld muss in die Tasche der Ampel. Da wird es dann fachgerecht umverteilt an die eigene Entourage. Nee, man reagiert mit großzügigen Entlastungen. Und zwar soll der Steuerfreibetrag um sage und schreibe, haltet euch fest, 561 Euro im Jahr steigen.
561 Euro. Also bei einer Inflation von offiziell 10%. Wenn ihr jetzt mal durchrechnet, was ihr so an Jahresausgaben habt und dann 10% draufschlagt. Also alleine bei der Miete kommt man da doch schon locker auf ein Tausender pro Jahr, oder? Jetzt mit den gesamten, mit den Erhöhungen der Nebenkosten, wir haben unsere jetzt auch gekriegt, habe ich mich auch gefreut, als ich es gelesen habe, kommt man so auf etwa 1000 Euro pro Jahr, die man mehr entlohnen soll. Bei uns sind es zum Glück nicht ganz 1000, aber ich habe gekotzt, als ich es gelesen habe und ihr wahrscheinlich auch. Aber ich habe da von Fällen schon, naja, wir sind Fälle zugetragen worden, wo Leute fast 1000 Euro pro Monat mehr zahlen sollen, was wirklich Gaga ist, das kann keiner zahlen. Da haben wir noch absolutes Glück, bei uns sind es nur 70 und nur 70, also das ist ja schon krank. Aber gut, wir reden hier über Mehraufwendungen für Lebenserhaltungskosten, sämtlichen Konsum, alles, was anfällt, von mehreren tausend Euro pro Jahr. Durch die Inflation, durch den Kaufkraftverlust. Und jetzt kommt die Hampel und erzählt uns großzügig, es wird gleich noch viel perfider, erzählt uns großzügig, dass ja nun der freie Betrag auf die Steuern, auf das Geld steigt, dass man steuerfrei verdienen darf. Nämlich um 561 Euro auf 10.908. 10.908 Euro dürft ihr pro Jahr verdienen auf jeden Cent darüber müsst ihr Steuern abdrücken. So, und wer kann unter der aktuellen Preislast von 10.908 Euro im Jahr leben? Macht mal. Würde ich gern sehen. Schwierig. 10.908 Euro bei Heizkosten, die mittlerweile im dreistelligen Bereich pro Monat angesiedelt sind. Und da sind die Mietkosten noch gar nicht drin, nur die Heizkosten. Ja, früher ging das mal so als Student im WG-Zimmer. Es geht mittlerweile auch nicht mehr für ein WG-Zimmer. In Berlin ist dann 600 Euro, wenn ihr Pech habt. Teilweise auch mit Zulagen. Es ist also unmöglich, ihr habt doch noch nichts von gegessen. 10.908 Euro bekommt ihr nun als großzügige Steuerentlastung. Und jetzt wird's richtig eklig. Denn es wird ja gerade überall gefordert, dass doch gefälligst die Arbeitgeber mehr zahlen sollen. Wegen der Inflation. Ja, was passiert denn, wenn die Arbeitgeber mehr Geld bezahlen? Dann sieht das erstmal so aus, als hättet ihr ein bisschen mehr davon im Portemonnaie oder auf dem Konto oder wo auch immer. Ja, wenn aber euer Gehalt steigt, bei Absinken der Kaufkraft, das kommt ja noch dazu, wenn euer Gehalt steigt, die Kaufkraft sinkt, müsst ihr trotzdem auf euer volles Gehalt doppelt und dreifach Steuern zahlen. Heißt, ihr zahlt deutlich höhere Steuern unter Umständen auf euer Gehalt bei einer viel niedrigeren realen Kaufkraft. Hier, Chapeau! Geil, oder? Man nimmt die Arbeitgeber in die Pflicht, euch gefälligst mehr zu zahlen, was erstmal erwirtschaftet werden will, weil wirtschaftliches Grundverständnis, aber ist ja out, es ist Nazi, müssen wir nicht drüber reden. Man nimmt die Arbeitgeber in die Pflicht, die sollen den Leuten gefälligst mehr zahlen. Die, die das noch irgendwie können, die machen das vielleicht auch, die heben dann vielleicht tatsächlich die Gehälter an, sorgen dafür, dass die Arbeitnehmer einen höheren Vertrag brutto verdienen pro Jahr. Also deutlich über dem Steuerfreibetrag landen. Wo sie dann natürlich noch steuern, ist ja klar, ja, wo die Hälfte davon weggeht. Gleichzeitig haben sie aber eine geringere Kaufkraft. Heißt, sie zahlen viel mehr Steuern auf das höhere Gehalt, können sich aber davon deutlich weniger leisten, als wenn sie weniger verdienen, als wenn sie wie vor 2 Jahren weniger verdient haben. Also Kaufkraft war vor 2 Jahren deutlich höher als jetzt. Das ist irgendwie geschickt, oder? Steuereinnahmen steigen, Kaufkraft de facto weg. Und dafür sollen die Leute jetzt dankbar sein, weil sie immerhin 561 Euro mehr steuerfrei verdienen dürfen. 561? Ja, das ist für den einen oder anderen eine monatliche Gasrechnung. Danke! Das macht doch fassungslos. Und wenn wir dann noch im Hinterkopf behalten, dass die Mehreinnahmen aus den Steuern, ja genau, 126 Milliarden voraussichtlich sein werden, geil! Aber ihr dürft 561 Euro mehr verdienen. Ach, und die Kinderfreigrenze, die hat man ja auch noch angehoben. Auf wahnsinnige 6.024 Euro pro Jahr. Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz so lukrativ, muss ich sagen. Wenn ihr mal zusammenrechnet, was so ein Kind pro Jahr kostet, das will ja auch was essen, das hat auch ein paar Ausgaben für die Schule und sowas, das muss auch irgendwo von A nach B kommen, da ist eine gewisse Mobilität, die anfällt,
kommen auch ein paar tausend Euro zusammen. Und ob die von den 6.000 Euro, gut, je nach Alter des Kindes, aber ist ja schon, das sind ja schon relativ große Summen, ob die von den 6.000 Euro steuerfreien Zulagen entsprechend kompensiert werden können, ich bezweifle es. Aber da müsst ihr jetzt mal Bericht erstatten, da seid ihr näher an der Quelle, wenn ihr Kind und Kegel zu Hause habt. Könnt ihr ja mal so eine kleine Modellrechnung einwerfen, was das bei euch in der Familie kostet pro Jahr pro Kind. Also ob ihr auf die Kinder auch noch Steuern zahlt, jetzt ganz platt gesagt, oder ob da zumindest tatsächlich irgendwo eine 1:1-Deckung vorhanden ist. Kann ich schlecht sagen, ist auch eine Einzelfallsache, je nachdem wie alt die Kinder sind, in welcher Region ihr wohnt und so weiter. Das ist ja wirklich ein riesen Rattenschwanz dran. Aber viele von euch haben ja Kinder, deswegen rechnet gerne mal vor. Jetzt nur grob, keine privaten Details, keine persönlichen Daten rausgeben, aber einfach mal ausrechnen, was ihr so pro Jahr an Ausgaben für die Kinder habt. Gibt ja so Hochrechnungen, dass ein Kind irgendwie 400.000 kostet, bis es 18 Jahre alt ist oder sowas. Waren das 400.000? Also ungefähr 500.000 kostet wohl die Aufzucht eines Kindes, jetzt ganz platt gesagt. Aber seht ihr mal, könnt ihr da Millionär sein, wenn ihr zwei Kinder weniger hättet. Das sind ja so rein mathematische Spielereien. Ist ja nicht ganz so günstig, der Spaß. Und wenn man dann da abgespeist werden soll mit 561 Euro im Jahr, die ihr jetzt mehr verdienen dürft, ohne sie abgezockt zu bekommen. Also da kann man sich doch nur verarscht vorkommen. Und wenn dann wenigstens gesagt werden würde, in Anbetracht dieser exorbitanten Mehreinnahmen, die absehbar sind, diese Milliarden, die mehr in die Steuertöpfe fließen, dass man eben jene Steuersätze anpasst und absenkt, und zwar in allen Bereichen, ob Mehrwert oder Einkommen oder was auch immer, damit es eben wieder auf dem normalen Niveau ist, dass die Hampel keinen Plus daraus macht. Denn die Hampel kann ja die Beträge auch noch in andere Währungen umtauschen und so eine gewisse Werterhaltung betreiben, was jetzt eine normale Familie nicht unbedingt kann. Zumindest in der Praxis nicht so einfach kann. In der Theorie, na klar, ihr könnt euer Gehalt auch in eine andere Währung transferieren und ein bisschen damit handeln und, naja, Kursgewinne mitnehmen. Aber da hat doch kein normaler Arbeitnehmer Zeit für. So eine Hampel, die kann da jemanden für einstellen, den bezahlen wir und der kümmert sich den ganzen Tag drum. Also von daher, in der Theorie könnt ihr das zwar auch, in der Praxis wird wohl keiner die Zeit und Muße haben, um sich damit zu beschäftigen. Hampel kann das machen. Die kann mit unseren Geldern Geschäfte abschließen, kann unsere Gelder irgendwo anlegen, irgendwelche Kapitalerträge erwirtschaften, wo sich ein normaler Arbeitnehmer Stunden, wochenlang, monatelang einarbeiten müsste, um erstmal zu verstehen, wie es geht. Ja, und die Hampel gönnt sich eben Mitarbeiter für sowas. Das ist ja, macht man halt so. Naja. Wo wollten wir gerade drüber reden? Ich hatte noch was da drin stand, was ich euch auch noch erzählen wollte. Ach so, ja, man wollte die Erhöhung ursprünglich auch gar nicht so groß ausfallen lassen. Eigentlich sollte es nämlich nur auf 10.632 Euro steigen. Man hat sich aber dann noch spontan umentschieden, nochmal die paar hundert Euro raufzuschlagen, dass man jetzt bei 10.908 Euro ankommt. Danke. Und anderes Thema, was ich gerade angefangen hatte, man denkt nicht etwa darüber nach, das Geld den Leuten zurückzugeben über tatsächliche Senkungen. Nee, man möchte es ja in die Transformation der Wirtschaft investieren. Man will ja nachhaltig und regenerativ werden. Also das Einzige, was gerade nachhaltig stattfindet, ist die Zerstörung der Wirtschaft und der Lebensgrundlage der Menschen. Das ist wirklich nachhaltig. Das wird sich nämlich so schnell nicht rückabwickeln lassen. Aber da sieht man es auch. Die Bevölkerung ächzt und stöhnt und weiß nicht so richtig, wie sie einen noch rauskommen soll, wie sie die Rechnung zahlen soll. Aber die Milliarden Mehrgewinne, die steckt man sich ein. Damit kann man ja den Weltuntergang aufhalten und damit kann man ja Windräder bauen und Solarfelder. Ist doch schön. Ja, und in 20 Jahren, wenn Subventionen auslaufen, Tschüssikowski platt mit dem Windrad. Also, es ist so eine Weltfremdheit, die da abgeht. Milliarden Mehrgewinne in den Töpfen der Hampel, aber wenn so im Mineralölkonzern, die sicher auch keine Unschuldsengel sind, definitiv nicht, aber wenn so im Mineralölkonzern dann mal ein paar Millionen mehr verdient, Übergewinnsteuer, sofort wegnehmen, hau der hier, unberechtigt. Ah ja, aber 126 Milliarden Mehreinnahmen, die sind berechtigt, hä? Das seht das mal wieder. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Das ist so eine Heuchelei, die da abgeht. Aber das führt uns auch zum nächsten Thema, zum nächsten großen Tagesthema. Und jetzt sind wir fast durch. Das ist das letzte große Thema. Das hat die FAZ für uns. Es geht nämlich mal wieder um den Lieblingsgummiparagraphen gewisser politischer Kreise. Und zwar den 130er. Also ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben.
Man hat nämlich letzten Donnerstag in einer Nacht- und Nebelaktion mal schnell die sogenannte Volksverhetzung angepasst. Ihr wisst, das ist sowieso so ein, im Prinzip nach eigenem Ermessen festgelegter Paragraph. Da wird immer nur das sanktioniert, was einem gerade nicht ins eigene Narrativ passt. Alles andere ist natürlich Friede, Freude, Eierkuchen. Wer sagt, was ich hören will, der kann machen, was er will. Wer aber was sagt, was ich nicht hören will, dann ist das grundsätzlich immer Volksverhetzung. Müsst ihr mal drauf achten. Die ganze Zeit. Alle hetzen sie immer, außer das eigene Klientel. Das ist dann ein demokratischer Diskurs. Ah, Stefan schreibt gerade, das war heftig. Ja, wartet mal, ich lese es euch nicht vor, wir reden noch drüber. Um 22.30 Uhr wurde durch die Hampel gepeitscht eine Abänderung des sogenannten Volksverhetzungsparagrafen, um die Begrifflichkeit des gröblichen Verharmlosens, gröbliches Verharmlosen, das steht da so drin, von Kriegsverbrechen und Völkermorden. Also jetzt müssen wir tatsächlich mal zum Urschleim kurz gehen, denn das klingt ja auf den ersten Blick erstmal ganz valide. Was so von wegen, soll ja keiner machen, so Kriegsverbrechen verharmlosen. Die Frage ist aber, wir legten fest, was ein Kriegsverbrechen ist. Und das führt uns zu des Pudels Kern. Das ist nämlich genau der springende Punkt an der Stelle. Das erleben wir gerade. Kriegsverbrechen ist immer nur das, was gerade der eigenen Seite dient. Wenn die eigene Seite aber genau das Gleiche tut, dann ist es plötzlich kein Kriegsverbrechen. Können wir auch in der Historie sehen, wenn der eine irgendwas kaputt macht, dann ist es ein Kriegsverbrechen. Wenn der andere das Gleiche kaputt macht beim jeweiligen Kontrahenten, dann ist es kein Kriegsverbrechen. Ja, das legt immer der fest, der gerade die Macht hat. Und das ist nicht sonderlich sinnvoll und das ist vor allem auch nicht sonderlich irgendwo Faktenbasiertes. Das sehen wir ja auch aktuell in der großen Debatte. Es ist immer Volksverhetzung, wenn sich jemand negativ gegen gewisse Zuwanderungspolitik äußert. Wenn sich aber jemand negativ in gleicher Art und Weise beispielsweise gegenüber Leuten äußert, die demonstrieren gehen dafür, dass sie bezahlbare Energie zu Hause haben, dann ist es keine Volksverhetzung. Wenn gegen eine Gruppe von Leuten gehetzt wird, die beispielsweise einer gewissen Interessengemeinschaft angehören, in dem Fall jetzt Interessengemeinschaft des bezahlbaren Überlebens sichern, dann darf man dagegen, die darf man hetzen und niedermachen und sonst was. Wenn man das aber mit einer Gruppe von Leuten macht, die genauso in Anführungszeichen beschimpft, attackiert, diffamiert, die beispielsweise vom Weltuntergang predigen, dann ist es Volksverhetzung. Das ist geil, oder? Also, ja, und das zieht sich so durch seit vielen Jahren. Ich habe noch nicht erlebt, dass jemals ein Verfahren wegen Volksverhetzung gelaufen ist, nach dieser Hass- und Hetztirade gegenüber all jenen, die gewisse Produkte nicht konsumieren wollten. Was ist denn da abgegangen in den Medien und politisch? Man hat sie als Schädlinge, als Volksschädlinge bezeichnet. Aber was heißt sie uns? Die eben gewisse Produkte nicht konsumiert haben, hat man sich hingestellt und massiv gehetzt, Hass geschürt, zum Hass aufgerufen, teilweise sogar ganz direkt medial gesehen, gegen Leute, die über ihr eigenes Leben bestimmen wollten und gesagt haben, nee, das Produkt, das wollen wir nicht. Wenn ihr das Produkt wollt, bitte sehr, aber wir nicht. So, da lief 2 Jahre lang eine wahnsinnige Hasskampagne auf den größten Plattformen unserer aktuellen Medienlandschaft. Hat da einer jemals irgendwo mal darauf hingewiesen, liebe Leute, ist aber Volksverhetzung? Ach, denkt da. Aber wer jemand äußert auf einer bösen Demo, dass das nicht gut findet, wie gewisse Parteien eben mit noch nicht so lange hier Lebenden umgehen. Also so die Einladung. Ja, das ist dann Volksverhetzung. Also da seht ihr, das ist ein Schwachsinnsparagraf und der gehört in der Form, so wie er ist, abgeschafft, weil es einfach keine verlässlichen Kriterien dafür gibt. Und es ist ein Grundsatz in einem Rechtsstaat. Das ist entsprechend jetzt nicht verständlich, da gibt es noch einen extra Begriff für. Oh Gott, haben wir gerade einen Juristen anwesend? Wie hieß das denn? Ein Gesetz muss, es gibt verschiedene Kriterien, wie ein Gesetz sein muss, damit es überhaupt zulässig ist. Und eins davon ist eben, dass es mittelbar sein muss. Mittelbar müsste es gewesen sein. Das heißt, es muss für jeden klar ersichtlich sein, was ist denn nun verboten oder wie ist denn nun die Lage? Ist das jetzt erlaubt oder ist es verboten? Da müssen also harte Kriterien für da sein. Bei so einem sehr Schwachsinn
wieder Volksverhetzung, wo jeder es gerade so macht, wie er Bock drauf hat. Jeder, der eben gerade an der Macht ist, seinen jeweiligen politischen Kontrahenten damit versucht kaltzustellen. Da ist keine Mittelbarkeit gegeben. Da ist für niemanden ersichtlich, ja, was fällt denn nun drunter und was nicht. Also in der Form müsste dieses Gesetz eigentlich null und nichtig sein, weil es den Grundsätzen des Rechtsstaates nicht folgt. Bei anderen Delikten ist es was anderes. Bei einem Diebstahl, bei einem Mord oder so. Das sind ganz harte Kriterien. Und die werden in der Regel auch umgesetzt. Bei der Volksverhetzung. Das würde man nur dann umgesetzt, wenn es gerade jemandem passt. Gut, die Kriterien an sich, das haben sie ganz geschickt gemacht, die sind ja sogar definiert. Aber die Definition, der Definition der Kriterien, die ist absolute heute so, morgen so Geschichte, wie es uns gerade passt. Und das ist bei irgendwelchen anderen Delikten eben, da wird es ein bisschen gleichberechtigter behandelt. Nicht unbedingt im Urteil, da gibt es ja dann auch Ausreden, die schwere Kindheit und die Schuldunfähigkeit und sowas. Manchmal mag man da wirklich einen Schuldunfähigen haben, aber in vielen Fällen sehe ich diese Schuldunfähigkeit persönlich nicht. Gut, meine Einschätzung. Aber bei eben jener Volksverhetzung, das ist so wirklich so. Man hat zwar in der ersten Reihe ein Gesetz, da steht tatsächlich auch drin, wie es gemeint ist, aber die Begrifflichkeiten dahinter, die sind überhaupt nicht definiert. Es ist überhaupt nicht eindeutig festgelegt, was denn nun verhetzend oder Hass oder wie auch immer ist. Und Hass bestrafen ist schwierig, das ist eine Emotion. Für Emotionen kann normalerweise keiner bestraft werden. Ja, sollte so sein. Mittlerweile versucht man aus Hass einen Straftatbestand zu machen und das ist doch irre. Mein Gott, wenn jemand anderen oder etwas anderes hassen will, dann hat er jedes Recht dieser Welt dazu. Wozu er kein Recht hat, ist jemand anderem aufgrund seines Hasses zu schaden. Großer Unterschied. Wenn jemand einfach nur irgendwas hasst, okay, er darf aber eben nicht losziehen und dieser Person oder Sache oder was auch immer in irgendeiner Art und Weise Leid zufügen. Ab dem Punkt, dann gehört es sanktioniert, dann ist es ein Straftatbestand. Aber dass man jetzt Gedankenverbrechen stricken möchte, also weil jemand gegenüber irgendetwas keine Sympathien hegt, das ist doch 1984 live, oder? Und dass sowas bei Nacht und Nebel durch den Bundestag gepeitscht wurde, wo keine Sau mehr anwesend war, wo sich doch keiner für interessiert hat, das spricht nicht unbedingt für eben jenen Rechtsstaat. Oder in dem Fall für die Legislative. Da haben sie sich nämlich nicht mit Ruhm bekleckert. Die Sache ist ja nicht das erste Mal. Hat man sich nicht auch schon selbst eine Beschlussfähigkeit bescheinigt, um 23 Uhr in der Nacht mit 25 Leuten anwesend von 750? Hat man mal eben selbstständig festgelegt, ja, wir sind jetzt beschlussfähig, um Schmuddelgesetze durchzupeitschen. Ja, so läuft das. Die wirklich heftigen, die wirklich relevanten Sachen kommen irgendwann mitten in der Nacht, wo keiner mehr Bock hat, wo keiner mehr da ist, damit bloß keiner so genau hinschaut, damit bloß keiner drüber redet. Nun ist es also ein Straftatbestand, Kriegsverbrechen gröblich zu verharmlosen. So, jetzt definiert mal bitte, liebe Hampel, was ist denn gröblich und was ist verharmlosen? Das, was euch nicht gefällt? Und dazu eben, ja, was ist jetzt ein Kriegsverbrechen und was ist ein Völkermord? Haben wir nicht bis heute den Streit in der Türkei mit den Kurden? Wird bis heute nicht anerkannt. So, ist es jetzt einer oder ist es keiner? Fragen über Fragen. Und wenn das noch nicht mal auf oberster politischer Ebene irgendwo so definiert wurde, dass da irgendwo mal eine Eindeutigkeit vorhanden ist. Ja, wie will man denn dann jemanden dafür bestrafen? Wenn die Politik es nicht weiß, woher sollen es dann die Bevölkerung, woher sollen es dann die Bürger wissen? Also das kann man doch nicht, kann man doch niemandem zumuten, dass er jetzt über etwas urteilen soll, was nicht mal die Politik hinbekommt und die angeblich Experten dafür haben. Das ist, naja. Es wächst tatsächlich auch Kritik an diesem Wahnsinn, aber das zeigt wieder, was für eine Willkür da abgeht. Ja, das ist eine reine Drohkulisse, um sich mögliche Kritiker vom Hals zu schaffen. Und künftig stellt man sich dann wahrscheinlich hin und behauptet, es wäre ein gröbliches Verharmlosen von Kriegsverbrechen, wenn die Bevölkerung oder wenn Teile der Bevölkerung tatsächlich darauf plädieren, bezahlbares Gas geliefert zu bekommen. Das dürfte der Anlass des Ganzen sein. Damit man sich bösen Demonstranten entledigen kann. Und das macht einfach fassungslos. Und genau wegen dieser Unbestimmtheit, dieser nicht vorhandenen Mittelbarkeit, gibt es immer mehr Kritik. Und in der Form, ich habe es gerade erklärt, gehört dieser Paragraph tatsächlich abgeschafft. Denn um irgendeinen Paragraphen durchzusetzen, müssen auch die Grundlagen eben jenes von eben jenem definiert sein. Das ist bei zum Beispiel jetzt ganz klassischer Fall bei Mord ganz eindeutig. Ein Mord ist nur, was aus niederen Beweggründen, Heimtücke und so weiter und so fort erfolgt. Alles andere ist ein Totschlag. Mord erfordert niedere Beweggründe.
Mordmerkmale müssen wir jetzt nicht aufzählen, aber es sind etwas höhere Ansprüche wie für einen normalen Totschlag. Normaler Totschlag, vorsätzlich oder fahrlässig, reicht aus, wenn es keine niederen Beweggründe gibt. Das ist relativ hart für jeden belegt. Niedere Beweggründe sind definiert, das sind ganz, ganz knallharte Faktoren, da weiß jeder, was ist ein niederer Beweggrund und was ist keiner. Ich habe bei einem gröblichen Verharmlosen viel Freude, das zu definieren. Und das dürfte Absicht sein an der Stelle. Das hätte man mit Sicherheit genauer definieren können, aber das sind solche Schwamm, solche Gummibegriffe. Jeder, dem sie gerade gelegen kommen, der missbraucht sie, um selber da irgendwo politische Macht und politisches Kapital draus zu schlagen, um Macht zu festigen. Ja, und aktuell ist nun mal eine doch äußerst, äußerst einseitig angehauchte Regierung im Amt, die das definitiv zu ihren Gunsten missbraucht. Das haben wir in den letzten 2 Jahren erlebt. Wenn da eine andere Regierung mit einem anderen Einschlag an der Macht wäre, dann will ich nicht ausschließen, dass die es genauso machen würden. Das würde es aber auch nicht besser machen. Und genau deshalb sind solche Paragraphen definitiv eine absolute Gefahr für jede freie Meinungsäußerung und für jede Demokratie. Weil es Politikern bzw. politisch kontrollierten Institutionen die Macht überträgt, willkürlich Leute, die einem nicht in den Kram passen, zur Seite zu schaffen. Und das relativ galant. Und das kann jeder missbrauchen. Jetzt kommt mir nicht mit, aber wir machen das hier nicht. Jetzt so von Seiten der Grünen oder so. Doch, genau das passiert seit 2 Jahren. Und selbst wenn sie es nicht tun sollten, wer garantiert denn, dass nicht mal jemand kommt, der es missbraucht? Und genau deswegen ist so ein Paragraph eine Gefahr, als dass es irgendjemandem was bringt. So ein Kram muss vernünftig definiert sein und nicht mit so einer Schwurbelei von wegen gröbliches Verharmlosen und Hass. Ja, für Emotionen bestrafen, ganz großes Kino. Das lernt man nicht. Ich glaube, in Wirtschaft, Recht, in der 8. Klasse, dass das nicht geht. Aber die Hampelparty ist einfach mal durch. Naja, machen wir erstmal Schluss. Wegen der unbestimmten Begriffe, genau das meinte ich, Manfred. Das war's mit dem mittelbar, was ich meinte. Nee, unmittelbar? Ach, scheiße, ich weiß es echt nicht mehr, wie der Fachbegriff hier war. Auf jeden Fall muss ein Gesetz so bestimmt sein, dass es für jeden klar ersichtlich ist, wie es gemeint ist. Und das ist in so einem Fall eben nicht der Fall. Das ist einfach nicht gegeben, wenn da steht, man darf nicht Hass reden. Ja, was ist denn Hass? Emotionen kannst du nicht bestrafen. Und reden darfst du erstmal alles. Was du natürlich nicht darfst, ist andere durch diese Rede in Form beispielsweise übler Nachrede irgendwo in Verruf bringen wollen. Den Vorsatz dabei haben, anderen zu schaden und das im schlimmsten Fall auch noch erfolgreich zum Ende zu bringen. Da findet die freie Rede dann ihre Grenze. In Beleidigung, die aber einen Beleidigungsempfänger voraussetzen, also einfach nur wüst jemanden wegen Beleidigung anzeigen, ist auch nicht, da muss auch ein Beleidigungsempfänger vorhanden sein, weil jemand sagt, ah, du Schwein in der Regierung, hast du keine bestimmte Beleidigung, das geht nicht durch. Muss eben auch schon definiert sein, wer wird denn jetzt konkret mit beleidigt. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich noch erzählen wollte, wieder mal den Anfang vom Satz nicht mitbekommen. Aber ich glaube, es ist für euch schon relativ klar. Man kann niemanden bestrafen wegen irgendeinem Nonsens, wegen irgendeiner Willkür, nur weil ihm das gerade nicht passt. Aber das hat sich in den letzten 2 Jahren oder in den letzten generell Jahren traurigerweise geändert. Und da muss man sich dann eben auch nicht drüber aufregen, dass viele, viele tausend Menschen, wahrscheinlich eher 100.000 Menschen in dem Land mittlerweile skeptisch auf Politik, Medien und Gerichte schauen. Weil es eben so dermaßen willkürlich mittlerweile ist, weil solche Gummiparagraphen darum gezerrt werden und in wirklich handfesten Fällen man sich oft nicht traut, da dann auch tatsächlich mal Konsequenzen zu verhängen, beispielsweise bei bestialischen Morden. Ja, da mag es teilweise bürokratische Gründe geben, warum das der Fall ist. Aber was soll denn eine Bevölkerung von so einem Rechtsstaat denken? Ihnen wird verboten, frei zu denken, das wird kriminalisiert, obwohl da nun wirklich kein Straftatbestand vorhanden ist, nur weil jemand anderen nicht leiden kann. Und bei tatsächlich eintretenden Schädigungen, da wird weggeguckt. Ist jetzt blöd, wollen wir eigentlich nicht so drüber reden. Gucken wir mal, ob wir eine Schuldunfähigkeit zustande bekommen. Ah ja, Redefreiheit, das wollte ich nochmal aufgreifen. Komm mir gerade vor wie Rodney McKay mit seinen Führungsqualitäten, wer Stargate Atlantis gesehen hat. Grundsätzlich muss in einem freien Land jeder alles sagen dürfen. Das findet dann eine Grenze, wenn jemand anderes vorsätzlich eben geschädigt wird. Zum Beispiel, wenn sich hingestellt wurde und unwahre Behauptungen auf dem Marktplatz ausgerufen wurden von wegen, aber der Bürgermeister, der hat seine Ehefrau umgebracht. Als ganz hartes Beispiel. Und wenn der Bürgermeister dann auch definiert ist und eindeutig ersichtlich ist, um welchen Bürgermeister es geht, ja, dann hat man da natürlich eine Aussage, die kann man so nicht unbedingt stehen lassen, weil das unter Umständen zum Nachteil des Bürgermeisters ist, der, wenn er unschuldig ist, naja, muss sich das nicht gefallen lassen. So, da hat man dann eine Straftat. Das ist dann eine Verleumdung. Aber zu sagen,
Also ich finde das nicht gut, dass wir unser Land gegen die Wand fahren, um irgendeinen Stellvertreterkrieg zu führen. Verzeihung. Das ist das gute Recht eines jeden Menschen und das ist keine Verharmlosung von irgendwas oder sonst was, es ist eine Meinungsfreiheit. Und es gibt bereits klare Straftatbestände für Verleumdung, Beleidigung und alles, was da sonst noch irgendwo reinfällt, üble Nachrede, wo ein tatsächlicher Schaden entsteht. Dieser Versuch, Gedanken zu kriminalisieren, der ist in keinster Weise irgendwo zur Erhöhung irgendeiner Sicherheit oder zum jemandes Rechte durchsetzen gedacht, der ist einzig und allein zur politischen Einschüchterung gedacht. Wenn jemand tatsächlich beleidigt wird, dann kann man den Täter bereits wegen Beleidigung belangen. Wenn jemand irgendwo genötigt, üble Nachrede und so weiter, geschädigt wird, kann man den Täter auch längst belangen. Es besteht juristisch gesehen keinerlei Notwendigkeit, den Leuten es Denken zu sanktionieren. Das ist einzig und allein zur Abschreckung. Das ist Schwachsinn. Wenn eine Straftat vorhanden ist, dann kann man den Täter dafür bereits jetzt bestrafen. Und da gibt es nun wirklich genug Paragraphen, die irgendwas hergeben würden. Also es sind ja wirklich, ist ja jeder zweite Fall, ach, wieder zum Blödsinn, fast jeder Fall fällt irgendwo drunter. Dass man sich aber nur hinstellt und öffentlich versucht, Angst zu schüren, bloß nicht drüber reden, bloß keine Kritik äußern, ihr dürft ja nichts gröblich verharmlosen, ja, will man einfach nur mit der großen Keule drauffallen, damit die Leute alle Schiss haben. Dass das wahrscheinlich durch kein Gericht der Welt tatsächlich gehen kann und bestätigt werden kann von der nächsten Instanz, weil es einfach so willkürlich und nicht entsprechend mittel- oder, ich habe schon wieder verwechselt, nicht bestimmt genug ist. Das ist ja erstmal egal, die Leute haben trotzdem vorher Angst. Aber kommen wir erstmal zum Ende. Wir wollen uns ja jetzt nicht mit Angst in den Freitag verabschieden. Nee, ihr sollt nach Möglichkeit eine schöne Zeit, einen schönen Tag haben. Heißt, startet gut rein in den Morgen. Wir haben es ja, wie spät haben wir es denn? 6:43 Uhr. Die perfekte Zeit zum Frühstücken, schlafen gehen, aufstehen, wie auch immer, absolut eure Sache. In einem freien Land obliegt es euch oder sollte zumindest euch obliegen. Klar gibt es ein paar einschränkende Faktoren, wie hier zum Beispiel die Arbeitszeiten, die mitunter nicht ganz so frei wählbar sind an jedem Tag. Aber trotzdem, grundsätzlich sollte es eure Sache sein, was ihr nun tut oder nicht tut. Und wir sehen uns dann später wieder. Wer es noch nicht gesehen hat, wir hatten gestern schon eine kleine, fast schon lustige Eilmeldung. Ansonsten gucken wir mal, was wir heute so machen. Witterung ist ja bisher noch ganz nett, aber ihr könnt euch denken, dass ich vermutlich noch nicht in 3 Stunden wieder wach sein werde. Ich werde wahrscheinlich erst so gegen Mittag dann aus meiner Höhle kriechen. Ob wir noch irgendwie einen Ausflug machen, das entscheidet man dann ganz spontan. Ja, Tag und Nacht und so üben wir nochmal, nicht wahr? Wird dann richtig schön, wenn am Sonntag die Uhr umgestellt wird. Ich will nur gar nicht drüber nachdenken. Ich finde es zwar an sich sehr schön, wenn man dann so von Samstag auf Sonntag Nacht eine Stunde länger Zeit hat. Aber danach ist es früher dunkel, ist nicht so schön. Da freut man sich dann auf die Uhrenumstellung, also ich zumindest, dann freut man sich auf die Uhrenumstellung im Frühjahr. Kriegt man nämlich, ja gut, da muss man eine Stunde eher, wird eine Stunde weggenommen, aber ist länger hell. Also es ist ein fairer Tausch, finde ich immer. Ich finde die Uhrenumstellung nämlich gar nicht so schlecht. Ja, ich finde die Winterzeit scheiße, auch wenn die normale Zeit ist schon klar, aber ich mag es halt nicht, weil es mir zu früh dunkel so. Bin dann doch lieber abends unterwegs. Aber diesen Deal, wenn es denn schon früher dunkel wird, dann wenigstens eine Stunde länger schlafen, wie auch immer können. Und im Frühjahr wieder zurücktauschen, den mag ich ganz gerne. Aber jetzt machen wir Feierabend. Habe ich ja gerade schon gesagt, ich komme immer nicht zum Ende. Ihr kennt das, ich krieg's nie hin. Dann, wenn ich sage, wir machen Schluss, um wirklich Schluss zu machen. Aber hey, ist ja nicht schlimm, wir sind nicht auf der Flucht, nicht wahr? Deswegen wunderschönen Freitag euch und dann bis dann. Das war dann mein Schlusswort. Dann bis dann. Oh, hier ist der Ausschalter.